Michi! Michi! Willst du jetzt mal aufstehen? Was denn? Steh halt jetzt mal auf, oder? Wie? Warum? Ja, warum? Steh einfach auf. Immer das Gleiche. Ist schon wieder Weihnachten, oder was? So schaut's nämlich aus. Weil ständig schläfst. Oh, ein Baum! Na, was kriege ich denn Schönes? Einen Riesenkarton. Na, den zähle ich doch mal da hinten raus und dann schauen wir, was da drin ist. Na, dann wollen wir mal. Oh, es quietscht. Oh, geil. Das sieht mir aus wie ein Watersmoker-Aufsatz von der Barbecue-Schmiede. Na, dann holen wir das Teil mal raus hier. Na, leichter gesagt, da ist getan. Oh, Patricia, hilf mir mal. Zieh du! Ja, ich zieh. Halt, das ist schief! Toll! Na, aber hallo! Ein Gitter? Zwei Gitter und unten drunter eine große Paella-Pfanne als Wasserbehälter. Hier geht das Ding raus. Gar nicht mal schlecht. Sieht sehr wertig aus. Tyson Grubbs. Ordentliches deutsches Material, sage ich jetzt einmal. Kein billig China-Blech. Schön, schön. Nun, Freunde, dann werde ich die Tage die Folie noch fertig abziehen. Und dann das Gerät einmal ausprobieren. Freut mich. Danke! Kommt keine Antwort, sind alle beschäftigt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, Freunde, ich habe es mir jetzt doch nicht nehmen lassen. Die Folie ging relativ leicht runter. Nur hier, da unten drunter, wo es festgeschraubt ist, hängt sie teilweise noch ganz leicht drin, aber das ist gar kein Problem, das brennt schon raus. Für den Grillrost sind drei Höhenverstellungen. Man kann eben direkt über der Pfanne, dann auf diese Stufe und ganz oben drauf tun. Nun, dann tät ich mal sagen, werden wir das Teil bei Gelegenheit ausprobieren. Ach ja, und der Verriegelungsmechanismus an der Seite eigentlich auch einfach und genial gelöst. Nun, ich denke, da haben die Jungs von der Barbecue-Schmiede was Nettes auf die Beine gestellt.